So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Und der DAX konnte sich jetzt heute erstmal weiter erholen, denn die asiatischen Märkte, da der Schwerpunkt eben Nikkei, konnte fast 3% zulegen, war natürlich als guter Rückenwind dann zu geben. Kommen wir zu der Gewinner- und Verliererliste im DAX. Da führt aktuell die E.ON und RWE Aktie diese Liste an. Noch zu Beginn des Handelstages war die BMW und die Daimler Aktie deutlich höher in der Liste, aber sie notieren im Plus. Das waren ja noch die zwei Depotwerte. Bei der E.ON ist eigentlich ein relativ interessantes Bild da. Hier ist ein Abwärtstrendkanal, der hatte mehrere Auflagepunkte, oben sind jetzt hier ein paar exakt, unten ist es leicht mal unterschossen, also alles nicht so schlimm. Und hier trifft er jetzt aktuell auf den EMA 50 im Tageschart und knapp oberhalb, ja so bei 9 Euro rum, wäre hier der Abwärtstrendkanal gebrochen und eben auch der EMA 50 zurückerobert. Also die Aktie sollte man definitiv mal auf der Watchliste haben und eventuell den Ausbruch nach oben dann eben handeln Richtung 10,40, also Richtung EMA 200, ist sicherlich interessant. So, zum DAX allgemein. Fangen wir heute im Tageschart an. Hier erreicht er jetzt die Unterkante des Rainbows mit dem aktuellen Kurs von 10.160. Also könnte hier jetzt ein paar Abgaben schon wieder folgen. Im 4-Stunden-Chart hätte er hier Platz, um auch hier das Gap zu schließen. Bei 10.194 rum. Ja, und im Stundenchart ist jetzt hier in die Wolke eingetaucht und wie auch schon gestern erwähnt, hier bis zu 10.200 wäre hier ein kurzfristiges favorisiertes Ziel, wo mehrere Widerstände verlaufen und da könnte eventuell die Korrektur abgewirkt werden. Um nochmal einen kleinen Rückblick zu geben. Also ich habe mich ja nicht von den, und ich lasse mich sowieso von anderen Analysen sowieso nicht ablenken. Leider hat es eben ganz zu diesem gewünschten Einstieg eben nur ein paar Future-Kurse oder CFD. Im CFD-Handel kamen eben nur die Future-Kurse oder Kurse beim 9.650 zustande. Dann den Einstieg eben verpasst, weil ich auch nicht am Rechner war. Aber trotzdem war, sage ich mal, das Analyseergebnis gut. Die einzelnen Trades, sage ich jetzt, waren jetzt unterdurchschnittlich mit Daimler und BMW wurde nahezu eben hier mit BMW nahezu das Tief getroffen. Da kam die Analyse bei 84,20 etwa raus. Und hier sieht es eben nicht mehr so günstig, sage ich mal, aus. Ja. Also hier sollte man definitiv, wer investiert ist, den Stopp nachziehen, auf jeden Fall in den Gewinn nachziehen, egal wo man eingestiegen ist. Und ja, hier hätte ich definitiv mehr erwartet. Bei Daimler konnte ja die 71 Euro Marke heute jetzt erreicht werden. Kursziel war ja auch noch bei 71,60. Aber hier sollte man jetzt auch Teilgewinne mitnehmen. Eben auch im Hinblick eben auf den DAX-Tageschart oder Wochenchart. Bund Future war ja, sage ich mal, gestern ein Fehltrade. Da wurde direkt hochgekauft. Naja, nicht, da würde ich jetzt nicht sagen unglücklich, war halt ein Fehltrade. Im Royal Dutch, da lief es
sag ich mal, wie gewünscht. Die Ölpreise ziehen eben jetzt an. War ja gestern auch noch ein Fehltrade im Öl da. Eine Stunde oder anderthalb Stunden zu früh eingestiegen. Der Markt wollte einfach die 30-Euro-Marke sehen und auch kurz durchbrechen im WTI-Öl. Und hier bei Royal Dutch konnte sich jetzt hier mit einem, ja, auch Inverted Hammer sich heute von der Unterkante lösen. Und hier, ja, der Stopp war ja dann fast schon auf dem Tief angesiedelt, auf der 18-Euro-Marke. Hier einfach nachziehen, nicht mehr unbedingt auf Schlusskursbasis. Und dann halt selber die Position weiterverfolgen, wer investiert ist. Welche Aktie, wo das Bild, das habe ich ja für die Swing Trader eben auch rausgesucht und wo wirklich perfekt lief, unterer Einstieg gefunden, zieht an, das heißt noch nicht so richtig deutlich, aber vom Chartbild, das ist jetzt der Wochenchart, passt es. Hier kann man eben auch den Stopp nahe dem Einstand hochziehen und auch mehr oder weniger fast direkt. Wenn jetzt hier nochmal Abgaben kommen sollten, dann kann das auch jetzt hier wirklich nochmal, ja, 5 Dollar runtergehen bis zu der unteren Trendlinie. Also hier wäre es aber viel schöner. Der Kurs zieht eben direkt an und man trailt sozusagen seinen Stopp an der Wochenkerze, an dem Wochentief, da nach oben. Und erste Gewinnmitnahmen, ja, wären hier an dem Gap möglich oder eben dann bei 110. Weil auch dann hier ein horizontaler Widerstand liegt. Ich werde den Markt jetzt nachher noch intensiv screenen, ob ich noch was finde. Aber so zunächst hat jetzt, sag ich mal, auch der untere Umkehrpunkt im DAX ja gepasst. Und was jetzt der Markt nach oben macht, ist noch ein bisschen offen, aber wie eben hier auch gezeigt, Widerstände sind da, definitiv bei 10.200 Punkten. Danke fürs Zuhören und bis später oder bis morgen.